Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Naja, ich weiß nicht, ob es als direkte Gameplay-Review zählt, aber ich möchte euch mal wieder einen neuen Einblick in Destiny verschaffen. Ihr seht, das Icon hat sich schon geändert. Auch hier, wenn wir jetzt hier runter gehen, seht ihr ja, hier hat sich der Hintergrund geändert. Das sieht alles jetzt ein bisschen anders aus. Demo starten, ihr könnt es kaufen. Zugehörige Objekte, da kann ich euch mal zeigen, das sind meine zugehörigen Objekte. Einmal der Erweiterungspass, dann die Erweiterung und die beiden. Das ist einmal König der Besessenen, das ist das Neue und das Arsenalpack. Also diese Pistolen, die sind aber grün irgendwie wohl. Ja. Und dann haben wir hier noch unten da Collector's Edition Update, können wir auch noch machen. Aber ich habe so ja alles. Und im Prinzip ist jetzt Destiny 2.0. Ja, das ist noch Destiny 1, aber ist halt 2.0 davon, weil hat sich einiges getan. Ich habe in den einzelnen Foren schon mal ein bisschen durchgelesen. Es kann sein, dass ich jetzt einige Sachen komplett vergesse im Video, aber ich werde euch noch einen Link drunter packen von der Seite. Oh, da, seht ihr das? Ich werde euch noch einen Link drunter packen. Da könnt ihr alles ganz genau nachlesen, was neu dazugekommen ist. Denn es ist wirklich jede Menge dazugekommen. So, ach, da haben wir noch ein Update. Weil wie gesagt, ich habe es nach dem letzten Update 17 GB, dann habe ich heute dieses König der Besessenen geholt und dann kam nochmal ein Update, das habe ich heute im Laufe des Tages, so hat er das nebenbei gemacht und jetzt ist das erste Mal, dass ich seit langem wieder Destiny starte. Weil ich muss auch gestehen, bei mir war wirklich dann irgendwann die Luft raus, weil es immer das gleiche war. Und nur noch PvP, PvP, PvE, PvP, PvP und nichts für PvE gemacht wurde. Und das fand ich dann etwas doof. Weil ich habe mir Destiny damals extra geholt wegen PvE. Also wenn man mit Freunden zusammen spielt. Und dann kam aber immer nur das halt für PvE und ist halt ein bisschen doof gelaufen. So, jetzt hat er meinen Warlock. Ihr seht jetzt praktisch hier meinen Warlock in einer hier in Level 29 und hier auch in Level 29, aber mit zwei verschiedenen Waffen. Seht ihr das? Ist halt so, und der hat jetzt hier unten, seht ihr, 100 noch was und 107. Das ist jetzt mit diesem 100 noch was, das ist mein Lichtlevel. Das haben sie nämlich jetzt alle, alles so ein bisschen, ja, angepasst, würde ich sagen. So, was nehmen wir an welchen? Ich überlege jetzt gerade, welchen ich nehme. Ich nehme, glaube ich, mal meinen großen. Meinen großen nehme ich. Um euch das besser zeigen zu können. Ich muss hier auch gleich mal einen Cut machen, weil gerade die Blase drückt. Aber hier seht ihr, bitte. Update 2.0.0. Destiny Update Details. Wir sehen, der Geist hat jetzt auch Geisthüllen. Endlich haben sie es geschafft, uns Geisthüllen zu geben. Es war ja dieser Menüpunkt, Geisthüllen war ja schon von Anfang an mit bei. Für Vorbesteller, die hatten ja so eine Geisthülle. Alle anderen hatten A-Karte und die soll es jetzt wohl auch geben. Und auch mit dem Loot-System haben sie jetzt definitiv, wurde mir von einigen Leuten schon versichert, angepasst, dass ich jetzt, wenn ich eine halbfertige Rüstung habe, mir fehlen nur noch die Stiefel, dass ich wirklich als erstes Stiefel finde oder vermehrt Stiefel finde, um meine Rüstung fertig zu machen. Auch mit dem Leveln haben sie jetzt alles angepasst.
Oh, ihr seht ja mit dem Level 29 und so, das hat halt mit eurer Rüstung zu tun. Umso höher ihr die Rüstung macht, umso höher ist das Level logischerweise. Und das Lichtlevel ist ein Zusammenspiel aus Level also eurem Rüstungslevel und eurem Waffenlevel und sowas allem. Oh, mein Schiff haben sie auch angepasst. Das sieht jetzt auch anders aus. So, Ziel festlegen. Was haben wir denn hier? Oh, hier. Das ist auch neu. Das ist das Riff. Ach, das ist dieses neue Ding, was sie gesagt haben, was beim Riff ist. Hier haben wir was. Hier, das ist auch neu. Mars. Aha. Okay. Was haben wir denn noch? Vorhut. Hier ist die Erde. Wir gehen... Was ist der Turm? Wir gehen mal zum Turm, weil der sagt, ich habe zwei Sachen im Turm. Da fliegen wir jetzt einfach mal hin. Und dann gucken wir uns das... Dann gucken wir uns das mal ganz genau an. Ja, das fand ich immer am tollsten, wenn sie da geflogen ist. Das streckte zwar ein bisschen hin, aber egal. Also hier soll wirklich etliches neu sein. Ich bin mal gespannt. Oh, ich habe unten, seht ihr das? Da leuchtet's. Hier leuchtet's. Ich gehe erstmal zu dem Typen hin. Nee, zu dem gehe ich zuletzt. Das von früher war mir eine Lehre. Erstmal den anquatschen und das einsammeln, was ich hier habe. Was haben wir denn hier? Licht. Oh, ein Shader. Cool. Super Feuer. So, jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier schön jetzt gekriegt. Oh, das sieht jetzt auch anders aus. Ah, hier ist der Geist jetzt drin. Okay. Der war vorher weiter unten. Der war hier drin. So, jetzt will ich mal den Shader ausprobieren, den neuen. Naja. 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 Naja, wir können den ja mal rinnehmen. Wir können den ja mal rinnehmen. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch dieses. Oh, das sieht aber auch nicht schlecht aus. Wird auch Zeit, dass ich da mal oben was Neues drin mache. Deswegen nehmen wir das einfach mal. Geist. Aha, hier ist der Geist. Aha. Okay, okay, okay. So, jetzt werden wir erstmal nach oben gehen. Ansprechen. Hier. Roger. Überprüfe akzeptiert. Ich nehme das jetzt erstmal hier alles an, ohne zu gucken, was das ist, und gucken wir mal, was haben wir denn hier? So, Inventar. Ich habe hier immer noch vom Schmelztiegel, ach, von diesem Dings drin. Was ist denn das eigentlich? Licht, kannst du, kann man das Level seines Charakters sofort auf 25 erhöhen? Die Könige der Kampagne freischalten. Oh ja, das nehmen wir. Das nehmen wir. So. Ah, hier haben wir das. Aber wo sind denn jetzt hier diese Vor... Achso, ich habe hier, was denn das? Vorhutabzeichen. Schmelztiegelabzeichen. Ah, hier, seht ihr das. Das hat mir nicht schon ein Kumpel gesagt. Wir haben nämlich jetzt hier 16 Slots für unsere Vorhutmarken. Hier unten sehen wir dann die Levels, also beziehungsweise den Fortschritt. Und das sind jetzt noch, irgendwie haben sie mir erklärt, besondere, die man machen kann. Die kann man verfolgen. So. Und... So, Rüstungsupdate. Und wenn man die dann erfüllt hat, kriegt man irgendwelche Rüstungsupdates.
So, da bin ich mal echt gespannt. Aber erstmal will ich hier gucken, was passiert denn? Ich kann damit meinen Charakter auf Level 25 erhöhen. Wir haben doch, angeblich haben wir auch einen neuen Fokus gekriegt. Ich sehe hier noch nicht irgendwie einen neuen Fokus. So. Und damit. Mit diesem Lichtfunken kann man das Level seines Charakters sofort auf 25 erhöhen, da fehlt ein Freizeichen bei uns. Und das König-Besiegen-Kampagne freischalten. Kann nur von Charakteren verwendet werden, die Level 25 noch nicht erreicht hat. Kann nicht rückgängig gemacht werden. Ach so. Ich bin doch schon 25, dann brauche ich es ja gar nicht. Ich bin ja hier. Kurz vor Level 30. Weil das ist ja jetzt neu. Seht ihr ja hier diesen grünen Fortschritt. Und hier, das ist das Lichtlevel-Fortschritt. Was haben wir denn hier beim Handschuh? Plus. Plus. Was haben wir denn da für ein Plus? Update. Ach, ist alles wieder auf Null gesetzt worden. Aha, okay. So, was sagt meine Waffe? Ach, da kann ich das hier wieder neu einsetzen. Oh, jetzt fehlt mir wieder was. Helmfragment. Was ist denn das wieder für ein Helmfragment? Das kenne ich ja gar nicht. Das ist ja neu. Na, egal. Egal. Wir müssen uns hier erstmal reinfuchsen ins Neue. Wir müssen uns erstmal reinfuchsen. Aber ich finde es schon mal toll, dass es jetzt nicht mehr... Wo ist es? Da. Dass es nicht mehr Level... vom Lichtlevel abhängt. Annehmen. Der Schmelztiegel heißt deine Teilnahme willkommen. Bis dann. Es ist nicht leicht, sich in den Schatten zu jubeln. So, was haben wir denn hier? Zwei gleich? Brauchst du meine Hilfe? So, ansprechen. Brauchst du etwas? Ich hatte so ein Gefühl, dass das hier aufgehen würde. Habe ich mir doch gedacht, dass du dich darum kümmern würdest. Suche das annehmen. Läuft alles planmäßig, Hüter. Okay, haben wir gemacht. Und hier haben wir jetzt Stiefel. Oh, die haben ja Werte. Details. Die haben ja Werte. Okay. Das finde ich ja schon mal gut. Licht. Wo haben wir denn Licht? Erfordert Level 40. Na, da kann ich aber noch eine Weile arbeiten, um Level 40 zu werden. So, wo haben wir denn noch? Den haben wir hier noch. Den nehmen wir auch noch an. Schön, dich so früh auf den Beinen zu sehen. Ausgezeichnet. Annehmen. Du kannst gehen. Das war's schon? Sprich. Wenn du fällst, stehen wir hinter dir. Sprich mit dem Sprecher. Okay, machen wir. Hier bist du richtig. Was haben wir denn hier? Den kenne ich ja gar nicht. Wann ist denn der da? Die Agenten bewegen sich noch durch die Nacht. Iris Moos, Moon. Ey, hier sind ja neue mit bei. Die kenne ich ja gar nicht. Okay. Die Schar ist angreifbar. Die Schar ist angreifbar. Naja, okay. So, gucken wir mal, was wir hier noch haben. Den kann ich nämlich... Ich? Diese Engramme sind älter als dein Ort. Faszinierend. Hätte ich nicht erwartet. So, nur. Da kann ich jetzt legendäre Marken eintauschen für. Ich habe ja keine legendären Marken. Sehr interessant, wie immer. Das kann ich nur noch gegen legendäre Marken und nicht mehr gegen Geld. Nicht mehr gegen Glimmer. Komm wieder, okay. Sonst langweile ich mich. So. Wir sollen da hinten hin. Gehen wir mal dahin. Ich glaube, das ist der Sprecher. Mein Kollege hat auch gemeint, wir müssen zum Sprecher und dann kriegen wir auch noch was.
Ja, sag ich ja. Weil ich kenne einige, die haben sich das Update gleich heute früh ja natürlich schon als erstes gleich geholt und gezogen. Und suchten es natürlich schon wie die Bekloppten. Ja, Hüter. Was brauchst du? Oh, da, die Geist, den Geisthülle. Sehr gut. So, was können wir hier? Disziplin, Stärke plus 6. Stärke plus 13. Intelligenz, Stärke. Intelligenz und Stärke. Ich nehme mal hier Stärke plus 13. Ein paar Glimmer, dann können wir uns das mal angucken. Lassen mich hoffen. So, und jetzt kann ich euch mal zeigen. Zack, seht ihr, mein Lichtlevel ist gestiegen auf 148. Und wenn ich jetzt natürlich das hier nehme, erfordert Level 30. Ach so, das kann ich erst machen mit Level 30. So, seht ihr das? Zack, runter. Und zack, sind wir hoch. So, und das ist jetzt praktisch das, was wir an Fortschritt holen in den Levels. Und das ist das, was wir erzielen durch unsere Rüstungsteile. Auch die haben sie jetzt hier optisch nochmal, seht ihr ja, angehübscht. Will ich es mal nennen. Ja. Oh, was hat der? Aber man sieht hier auch nicht mehr, die, das war doch mal, dass man hier auch gesehen hat, wie viel Licht die haben. Stärke, Disziplin, Intelligenz. Das ist das Material. Okay. Sieht man nicht mehr, welches Licht. Achso, hier. So. Nee. Das stand vorher mal da, aber das steht jetzt nicht mehr da. Welches Lichtlevel die ihn heben. Das finde ich jetzt sehr schade, dass man das da nicht ein bisschen übersichtlicher gestalten kann. Gesperrt. Sperrung von Gegenstand schützt vor unfreiwilligem Zerlegen. Ja, das finde ich toll. Das ist gut. Das gab es damals auch nicht. So, dann haben wir uns das schon mal alles angeguckt. So, dann habe ich noch eins auf meiner Liste, was wir noch abarbeiten müssen. Oh, der hat auch was Neues. Quatschen wir den Oma gleich an, den Typen hier. Ein Look, der sagt, warum oh, nicht? Cool. Ein Shader, einen schwarzen Shader. Geil, endlich. So, was haben wir denn hier? Okay. So, da muss ich sofort gucken. Ein schwarzer Shader. Ey, leck mich am Arsch, ey. Artefakt. Ja, da kann man noch ein Artefakt drin setzen. So, jetzt will ich den schwarzen Shader testen. Oh yeah. Also wenn das nicht geil ist. Endlich. So. Ich warte aber immer noch, dass es so einen Shader gibt. Ach, hier auch noch einer. Dass es schon Shader gibt, wie am Anfang von Destiny. Angenehm Morgen. Fortsetzen. Glimmer, was ist das? Unterstütze. Zugehörigkeit annehmen. Ich will keine Zugehörigkeit zu dem. Viel Glück da draußen. So. Eins muss ich noch zeigen und dann... Wo ist denn das? Da hinten. Okay. Wir arbeiten uns hier langsam nach vorne. Wie ihr seht, ist wirklich echt viel, nachdem man eine Weile nicht mehr gespielt hat, zu erfüllen wieder mal. So. Hallo, Hüter. Annehmen. So, was haben wir denn hier Schönes? Level 38. Erfordert Level 38. Na, die kann ich alle noch nicht benutzen. Krass. Ich kann nicht schnell benutzen, weil ich das Level nicht habe, ey. Leg mich doch an den Tisch. Ich kann nicht warten. Oh, eine goldene Waffe. Coole Sache. Sei vorsichtig. So, und jetzt hier runter. Omnigul war loyal. So, ich bin echt gespannt, ob sie das jetzt nur eingehalten haben. Hier, seht ihr das?
Diese Tafeln sind jetzt neu, was so aussieht wie so ein überdimensionales iPhone. So. Und da sehen wir jetzt praktisch meine goldenen Rüstungsteile. Das sind alles die goldenen Rüstungsteile, die es gibt. Und die kann ich jetzt praktisch herstellen für so und so viel Glimmer und diese exotischen Teile. Seht ihr das? Ja, seht ihr. Und die können wir uns auch angucken. Sieht geil aus, oder? Und ich kann euch jetzt mal den Helm zeigen, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Diesen Helm will ich haben. Den finde ich einfach geil. Und den kann ich mir jetzt hier praktisch holen, wenn ich sage, ich habe jetzt hier diese exotischen Bruchstücke und ich habe hier noch Glimmer. Drücke ich hier drauf und kann mir das herstellen. Noch nicht entdeckt. Achso. Den habe ich doch. Ich habe diesen Helm doch gehabt. Oder? Ne, den habe ich nicht gehabt, oder? Doch, den habe ich dort zerlegt. Will das Spiel mich rollen? Und der ist aber auch cool. Schlicht einfach. So, und bin ich aus Versehen rausgegangen. Und hier seht ihr praktisch Jahr 2, klasse. So, das gehen wir nochmal auf Sammlung. Das ist die Sammlung vom Jahr 1, also vom ersten Jahr Destiny, was wir hier erreicht haben und was wir hier enthüllt haben. Und das ist die Sammlung vom Jahr. Die habe ich ja natürlich noch nicht freigeschaltet. Fehlender exotischer Entwurf. Habe ich noch nicht gesehen. Weiß ich nicht, kann ich nicht entdecken. Aber hier, das ist dieser Brustpanzer, den ich selber schon habe. Erfordert Level 40. Da brauche ich nur legendäre Marken. 125 nur, klingt auch toll. Und kann dann diesen hier direkt kaufen und mir drauf pappen. So, da seht ihr das. Das ist meine Panzerung. Und meine Handschuhe und so, die wurden nicht mit übernommen. Also die wird es hier nicht geben. Da wird hier was Neues kommen, denke ich mal. Und das Gleiche haben wir hier auch mit den exotischen Waffen. Hier. Zack. Die kann ich mir dann herstellen. Die wird es in Jahr 2 geben. Also werde ich die aufleveln können. Die habe ich, seht ihr, hier ist schon ein Update freigeschalten, also die habe ich selber auch in meiner Sammlung, die Monte Carlo, und die habe ich jetzt gekriegt. Und hier unten haben wir noch was, also Gjallarhorn und so, wie ihr seht, wird nicht bei dem neuen Update mit unterstützt, also die werden nicht hochlevelbar sein. Hier seht ihr das, 160, die haben sie alle runtergepatcht von... Die hatte vorher 400 bei mir. Die sind jetzt alle auf 160, 162. Aber nicht, dass ihr denkt, die sind jetzt schlechter. Die sind genauso gut wie immer. Bloß die haben sie runtergewertet und die anderen Schadenswerte runtergesetzt von den Gegnern. Also ist alles beim Alten, bloß dass hier halt niedrige Zahlen stehen. Und wenn ihr da seht, hier zum Beispiel da, da sind wir dann anstatt 160 bei 280. Ja, da macht das natürlich mehr. Da brauchen wir aber dann natürlich die dementsprechenden legendären Marken. So, es fehlt uns noch was. Irgendwas zeigt er uns noch an, was uns fehlt. Ach, hinten bei den Schiffen sollen wir noch hin. Da sind ja auch noch Händler und alle drum und dran. Also wie ihr seht, beim ersten Mal betreten nach langer Zeit ist hier schon einiges, was ihr wieder abarbeiten müsst, bevor ihr überhaupt wieder richtig spielen könnt. Oder ihr könnt ja vorher schon richtig spielen, aber das müsst ihr natürlich mal abarbeiten. Gibt ja eine schöne, natürlich schönen Boost und so. So, gehen wir mal hier hin. Der tote Orbit hilft, danke. Fortsetzen. Ich will mich nicht dir verschreiben. Die Zeit wird knapp, Hüter. Ach ja, die Tussi müssen wir auch noch machen hier oben. Oh. War die hier oben oder muss ich da innen drinne hoch? Hier was hoch.
habe schon die Landkarte ja nicht mehr im Kopf, weil ich schon so lange nicht mehr gespielt habe. Hallo, Warlock. Eine fortsetzen. So. Man sieht sich. Stärke im Licht. Also die hier noch. So, unten musste ich noch und dann habe ich alles abgearbeitet. Morgen. Oh, was haben wir denn hier? Danke. Neues Bike. Geile Sache. Bleib sauber. Und jetzt müssen wir hier unten, glaube ich, noch. Ne, wir sollen wieder nach hinten, aber ich will den hier noch ankicken. Wie kann dir die was hier noch dazu gekommen ist? Wie kann dir die Vorhut helfen? Ach, das ist die Vorhut. Die Waffenkammer steht dir immer offen. Die Waffenkammer steht mir immer offen. Das ist ja schon mal schön. So, dann haben wir, was haben wir hier neu? Diesen, so, Tempo 150. Na, dann nehmen wir den natürlich. Wir können, benutze L1 und für schnelle Schwenke, benutze R2 zum Bremsen, halte gedrückt und erhöhe Geschwindigkeit. Okay, so, was haben wir denn noch Neues gekriegt? Das war's eigentlich. So, wir machen das hier natürlich noch weiter. Wir werden auch noch Destiny richtig spielen können. Erstmal will ich hier alles abarbeiten. So, irgendwen sollen wir jetzt wieder anlabern. Ist wirklich... Also das neue Update hat wirklich viel dazu gebracht. Da ist viel dazu gekommen. Auch mit den Vorhutmarken ist es jetzt nicht mehr so, dass wir auf unsere 100, 150 Vorhutmarken begrenzt sind. Das ist auch abgeschafft worden. Wir können jetzt so viele Vorhutmarken sammeln, wie wir wollen. Und was haben wir denn hier? Erfordert Jägerklasse, Titanklasse, Warlock. Ja, nehmen wir bitte. So, und jetzt wartet aber. Natürlich nicht. Den nochmal anlabern. Was brauchst du? Ausgezeichnete Arbeit. Was habe ich jetzt gekriegt? Schmelztiefe. Okay. Geh da raus und verdien es. Ach, da hinten auch nochmal anlabern. Hüter. Sieht der Reisende heute Morgen anders aus. Oh, was ist das? Das sieht ja schick aus. Mit einer Katze drauf. Berichte. Im Licht des Reisenden, Hüter. Tja, ich Licht des Reisenden. Jetzt habe ich aber alles. Definitiv habe ich jetzt alles abgearbeitet. So, das können wir uns auch mal angucken. Ah, was haben wir denn hier? Das können wir auch noch markieren. Und das können wir... Ach, machen wir das weg. Machen wir das ran. So. Unvollständig, unvollständig. Ah, ich kann jetzt hier für alles sammeln gleichzeitig. Ist ja auch geil. So ein Licht wie ihres. So. Nicht jeden Tag. So, das war's auch. Für den ersten Einblick, für den ersten Part, wir sind jetzt bei 28 Minuten. Wir haben jetzt erstmal auf den Turm alles erledigt. Und jetzt würde ich sagen, jetzt mache ich hier mal einen Cut. Und dann können wir uns gleich im nächsten Teil, im nächsten Part auch sehen und können unter anderem endlich auch mal spielen und mal so ein bisschen rumgucken, was noch Neues dazu gekommen ist. Es ist ja so viel drin, das erschlägt ihn ja förmlich. Deswegen sage ich jetzt hier erstmal hier Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.